Es ist Sommer endlich und es ist heiß, ehrlich gesagt, viel zu heiß. Und wenn Sommer ist und heiß und man gießt genug, dann wächst alles. Bei uns draußen in unserem wunderschönen Außenbereich wachsen die Pflanzen und die Bäume, alles sprießt. Bei uns im Innenbereich, ganz ohne Gießen, wachsen die Lautsprecher. Ich bin froh und so ein bisschen auch stolz, dass ich als Verkaufsvertriebspartner von Strauß Elektroakustik jetzt die Chance hatte, mir tatsächlich den legendären großen Strauß-Monitor hier reinzustellen. Er ist also mit Sockel fast so groß wie ich. Das ist die SEMF2, besser gesagt, es ist die SEMF2.1. Die SEMF2 ist ja der Lautsprecher, mit dem Strauß berühmt geworden ist, weil er unter anderem in Japan bei Sony Music in 12 Mastering Studios steht, wo sie gesagt haben, we never heard such accurate Mastering Monitors. Das geht mir relativ ähnlich. Und Strauss hat die aber nochmal einem Update unterzogen. Sprich, der Tieftontreiber ist völlig neu, ist jetzt schneller und akkurater, als er jemals gewesen ist. Auch der Hochtontreiber ist neu. Die Trennfrequenz konnte noch weiter gesenkt werden. Der macht jetzt nämlich tatsächlich Trennfrequenz 400 Hertz statt vorher 750. Das heißt, die Anbindung ist nochmal wesentlich akkurater. Die Punktschallquelle ist besser. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem Lautsprecher, aber ich will natürlich jetzt hier nicht ein Werbevideo für Strauß drehen. Wer ihn hören möchte, ist herzlich eingeladen, sondern es soll hier darum gehen, welche Erfahrungen habe ich denn jetzt gemacht mit so einem richtig großen Farfield-Monitor gegenüber etwas kleineren Midfield-Monitoren beziehungsweise auch gegenüber Nahfeld-Monitoren, die die meisten Leute heute im Studio haben. Also es geht darum, Nahfeld-Monitore, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und Midfield-Monitore, große Speaker, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und los geht's. Soundfile. Wir wollen jetzt, wie gesagt, erstmal gar nicht so sehr über unsere neuen tollen Riesenlautsprecher hier sprechen, sondern anhand von diesem Beispiel mal beleuchten, wo denn die Definitionen und vor allem die Unterschiede und die richtigen Einsatzzwecke und die Vorteile und die Nachteile von Nahfeldmonitoren beziehungsweise Mid- oder Farfield-Boxen sind. Und ich komme erstmal mit der Definition um die Ecke. Eine Nahfeldbox sagt man eine Abhördistanz von 1 bis 1,5 Meter, also wirklich tatsächlich im Nahfeld. Alles, was darüber ist, wird eigentlich als Midfield bezeichnet. Und so der Übergang zwischen Midfield und Farfield, der ist eigentlich nicht so richtig genau definiert. Traditionell, Farfield gibt es heute nur noch sehr, sehr selten, waren diese Geschichten in diesen Riesenstudios wie Capitol Records oder so, wo die dann halt oben in die Wand eingelassen irgendwelche riesen Lautsprecher sind. Die SEMF4 ist zwar eine sehr, sehr große Box, hat aber eine Abhörabstandsempfehlung von mindestens 2,2 bis circa 3,5 Meter. Damit geht sie definitionsgemäß eigentlich noch als Midfield-Box durch, trotz ihrer Größe. Und da kommen wir auch gleich zu einem ganz wesentlichen Punkt. Völlig egal, welchen Lautsprecher ihr euch kauft, achtet darauf, was der jeweilige Hersteller für Abhörabstandsempfehlungen euch gibt und haltet euch daran, sonst performen die Lautsprecher, egal von wem und was es ist, nicht in dem Maße, wie sie performen könnten. Wir fangen an mit Nahfeldlautsprechern, weil das ja auch in den meisten heutigen Studios so die meistgebräuchliche Monitorform ist. Was auf der Hand liegt, erstens sind Studios heutzutage nicht mehr so groß wie früher und vielfach ist es auch nicht mehr möglich, sie so richtig gut in den Raum einzupassen oder den Raum in dem Maße zu korrigieren, wie es für größere Boxen notwendig wäre. Was ist die typische Nahfield-Box? Abhörabstand hatten wir schon, dementsprechend sind die Lautsprecher relativ klein. In aller Regel haben sie nur zwei Wege, weil es geht ja immer darum, die einzelnen Wege eines Lautsprechers zeitgleich am Ohr ankommen zu lassen. Und das ist besonders bei kurzen Distanzen mit zwei Wegen einfach
einfacher als mit drei Wegen oder mehr. Deswegen die typische Nahfeldbox ist also ein Zwei-Wege-Lautsprecher mit einem Basslautsprecher bis ungefähr 8 Zoll. So, das ist so die Geschichten. Klare Geschichte, je kleiner der Lautsprecher, je kleiner der Basslautsprecher, umso niedriger wird die untere Grenzfrequenz sein. Eine Ausnahme fällt mir ein, auch eine Nahfeldbox, die ich jedem ans Herz legen kann, die ich selber sehr, sehr schön finde, ist die 225 vom PMC. Die hat tatsächlich nur einen 5 Zoll Basstreiber, aber durch die Transmission Line wirklich eine erstaunliche Basswiedergabe. Die geht also tatsächlich bis 50, 60 Hertz runter, was nach weniger klingt, als es ist. Also das ist für viele, viele Anwendungen auch schon völlig ausreichend. Wo liegen die Vorteile der Nahfeldbox? Die Vorteile der Nahfeldbox liegen vor allem darin, dass man am Ohr sehr viel Direktschall hat und die Raumeinflüsse relativ stark ausgeblendet werden. Das ist eigentlich auch, liegt auf der Hand, je weiter ihr von dem Lautsprecher weg seid, umso mehr Diffusschall von eurem Raum bekommt ihr. Also sind Mid- und Farfieldboxen einfach per se schon anspruchsvoller, was eure Raumakustik angeht. Dann natürlich Platzbedarf ist auch noch so ein Thema und man hat mit Nahfeldboxen erstmal ein sehr akkurates, detailreiches Klangbild. Nachteile: Der Sweet Spot ist naturgemäß mit Nahfeld ein bisschen kleiner, als wenn man irgendwie einfach eine größere Soundstage hat. Und der zweite große Nachteil ist natürlich die Basswiedergabe. Nahfeldboxen sind per se klein. Die Physik kann niemand überlisten, auch wenn einige Lautsprecherhersteller immer wieder behaupten, sie könnten das, aber das kann niemand so wirklich. Das heißt also, die Basswiedergabe von kleinen Boxen ist denen großer Boxen naturgemäß unterlegen. Da kann man sich behelfen mit Subwoofern natürlich. Die haben aber auch ihre ganz eigenen Problematiken, was Aufstellung angeht, was Trennfrequenz angeht. Subwoofer ist so ein Thema für sich, sage ich jetzt mal. Wir kommen auf die Vorteile von Mid- und Farfield-Lautsprechern. Die sind natürlich größer. Dadurch sind sie erstmal per se potenter im Bassbereich. Also die sind sehr, sehr häufig in der Lage, auch das komplette Frequenzspektrum bis runter zu, zum Beispiel, ich komme mal auf unsere MF2.1 von Strauss, die macht also tatsächlich als untere Grenzfrequenz 23 Hertz. Das ist natürlich super, da braucht niemand mehr einen Subwoofer. Das ist direkt abstrahlen, hat sehr, sehr viele Vorteile. Dann hat sie eine größere Soundstage, dadurch tendenziell auch einen etwas größeren Sweet Spot. Das haben wir auch gemerkt im Vergleich zur MF4, dass der Sweet Spot bei uns einfach größer ist jetzt. Sie hat mehr Liveness, natürlich auch mehr Lautstärkereserven. Detailreicheres Klangbild hat grundsätzlich eigentlich ein Nahfeldmonitor, das hängt aber auch wieder vom Lautsprecher ab. Also die MF2.1 hat ein super detailreiches Klangbild, was natürlich auch an dem Horn mitliegt. Aber da ist natürlich auch immer euer Raum mehr gefragt. Wenn ihr ganz viel Diffusschallanteile von eurem Raum habt, kann eure Box machen, was sie will. Dann wird euch dieser Detailreichtum einfach verloren gehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Konstruktionsmerkmal, wenn ich jetzt so einen Lautsprecher habe mit einem Hochton- oder Hochmittelton-Horn, das ist ja wirklich Hochmittelton, weil dieses Horn läuft jetzt tatsächlich bis 400 Hertz runter, dann werden die Saiten dadurch weniger angeregt, wie wenn ich jetzt da zum Beispiel Kalottenlautsprecher habe von zum Beispiel ATC, die ja Hoch- und Mitteltonkalotten haben. Die ATC Mitteltonkalotte ist ein super Lautsprecher, macht ganz tolle Ergebnisse, aber strahlt halt sehr breit ab, was eurem Sweet Spot zugute kommt und noch höhere Anforderungen stellt an eure Raumakustik. Ich komme auch noch mal gleich mit so ein paar typischen Herstellern um die Ecke für Nahfeld- und Farfieldboxen. Nahfeld kennt man, gibt es tausende Hersteller von günstigen Sachen wie Presonus und wie sie alle heißen. Genelec baut natürlich von klein bis groß. Im Farfield-Bereich gibt es ein paar absolute Legenden, zum Beispiel diese tollen alten Urey-Monitore. Die kennt heute keiner mehr. Früher waren es in den 70er Jahren die absoluten Legenden. Das Modell hieß Urey 813A, das könnt ihr mal googeln. Ich war in den 80er Jahren noch als Musiker in einem
Ja, hierzulande relativ legendären Studio, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, das war das Tonstudio Hilpoltstein, das hatte diese 813er Euros, die haben mich damals total beeindruckt, die waren in die Wand eingelassen und hatten, ich glaube, zwei 15er, einer war ein reiner Basstreiber und der zweite war ein Koax mit so einem Horn drinne. Das waren so typische große Farfield-Boxen. Dann gibt es die HR7 Tower zum Beispiel von Westlake Audio, hat mein Freund Ralf Kemper, auch ein super Lautsprecher, riesengroß, super teuer. Und dann gibt es auch eine Geschichte, die kann man mal googeln, sind bei uns nicht so bekannt, und zwar die japanischen Monitore von Kinoshita bzw. Ray Audio. Wenn ihr euch einen Spaß machen wollt, googelt mal Ray Audio REY, weil das ist tatsächlich die mit Abstand schlechteste Homepage der kompletten Audiobranche. Aber wer mal die Gelegenheit hat, die sind bei uns sehr, sehr selten, diese Lautsprecher zu hören. Die sind wirklich sensationell und auch teuer. Also ich habe die eine zwei, dreimal hören können. Darauf bezieht sich tatsächlich auch Herr Strauss so ein kleines bisschen, was die Konzeption angeht. Also das sind so klassische Lautsprecher und Ray Audio Kinoshita bauen auch in Japan und international wirklich Custom-Made-Studios mit ganz tollen, riesengroßen Farfield-Monitoren. Nachteile von Mid- und Farfields hatten wir gerade schon. Es ist eben genau diese Problematik, dass der Raum angeregt wird. Da gibt es zwei Konzepte, sage ich jetzt mal, die dem entgegenwirken. Das eine ist natürlich diese Horngeschichte, dass man die Sachen wirklich relativ klar in eine Richtung lenken kann. Das ist dann auch das Konzept der Punktschallquelle, einen komplett anderen Weg. Geht ein Lautsprecher, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil er einfach so ein bisschen one of a kind ist. Ich kenne eigentlich nur einen, der dieses Ideal verfolgt, und zwar ist es die Line Master von KS Digital, die tatsächlich als Linienschallquelle fungiert. Was ist der Sinn dabei? Der Sinn dabei, die Linienschallquelle arbeitet eigentlich wie das klassische Line Array im PA-Bereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Punktschallquelle habe, dann habe ich einen Punkt, wo sich der Schall in alle Richtungen ausdehnt, mit einem bestimmten Abstrahlwinkel, aber eben sowohl vertikal als auch horizontal. Eine Linienquelle, da ist die Schallquelle eine in der Theorie unendlich lange vertikale Linie, und dadurch wird erreicht, dass der Schall im Horizontalen sehr stark gebündelt wird und, Entschuldigung, im Vertikalen sehr stark gebündelt wird und horizontal relativ ebenmäßig abstrahlt. Dadurch hat man erstens einen viel größeren Direktschallübertragung über größere Distanzen. Deswegen ist die Line Master auch ein Lautsprecher, der für die Raumakustik etwas weniger Anforderungen stellt als traditionelle Systeme. Ja, kommen wir nochmal drauf. Wer sollte denn nun was benutzen? Wer benutzt Nearfield-Monitore? Wer benutzt Farfield-Midfield-Monitore? Nearfield-Monitore natürlich alles, wo es räumlich ein bisschen eingeschränkt ist. Das können Projektstudios sein, das können auch Profi-Studios sein, wenn man mit Subwoofern arbeiten kann, wo der Platz so ein kleines bisschen eingeschränkt ist oder auch das Budget ein kleines bisschen eingeschränkt ist. Natürlich, große Lautsprecher kosten ein bisschen mehr, sind aber natürlich auch sämtliche Ü-Wägen in Rundfunkstationen und so weiter. Da werden überall Nahfeldlautsprecher eingesetzt. Ist, wie gesagt, auch inzwischen die weitaus häufigste Art, ja, Musik zu produzieren. Große Farfield-Lautsprecher, meistens ja größere Studios und vor allem halt Mastering-Studios, die wirklich das komplette Frequenzbereich abdecken müssen. Im Produktionsbereich braucht viele Leute brauchen wirklich einen Bass bei 30 Hertz linear, braucht fast keiner. Also deswegen kann man da auch mit kleineren Lautsprechern arbeiten. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, und das sieht man ja sehr, sehr häufig, einfach beides zu machen, also Farfield und Nearfield gleichzeitig. Das hat ein paar Vorteile und das hat ein paar Nachteile. Wie ihr seht, machen wir es hier nicht. Ich habe eigentlich schon lange nur ein System im Studio stehen. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich, dass man einfach mal so eine kleine Lautsprechersituation darstellen kann und eine große, dass man also quasi zwei so Optionen hat beim Mischen. Das hat was für sich, und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Und zwar habe ich die Strauss SEMF1 mit meinem alten Pult noch als quasi Farfield so über dem Pult gehabt. Die waren damals so angewinkelt. Wer unsere älteren Videos kennt, der weiß das noch. Und habe dann davor quer die PMC 225 gelegt,
bis dann mal jemand gekommen ist und meine Strauß-Lautsprecher hören wollte und gesagt hatte, nimm doch mal die PMCs davor weg, damit ich das höre. Und dann war ich völlig baff. Man gewöhnt sich ja auch immer an solche Sachen, wie gut die auf einmal geklungen hat, und habe festgestellt, also dieser kleine Lautsprecher schattet den großen Lautsprecher so ab, dass er wirklich massiv schlechter wird. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viel Mehrwert bringt mir denn diese Nearfield-Lösung zusätzlich? Und habe gesagt, so viel ist es gar nicht. Das heißt also, Lautsprecher beeinflussen sich immer gegenseitig. Einerseits natürlich durch die Aufstellung, Lautsprecher aufeinanderstellen macht man sowieso nicht. Das ist sowieso immer sehr, sehr, sehr kritisch. Aber auch dadurch, dass ein Lautsprecher neben einem anderen immer als Passivmembran wird. Das heißt, die Membranen schwingen mit und machen so Eigenresonanzen und solche Geschichten. Deswegen bin ich eigentlich ein Verfechter der Theorie, die auch Herr Strauß mir mal gesagt hat, wenn Sie einen Lautsprecher haben, der funktioniert, brauchen Sie keinen zweiten, und zur größten Not kann man auch nochmal einen Kopfhörer dazu nehmen. Deswegen habe ich nur einen, aber kann jeder für sich entscheiden. Nur macht es nicht selbstverständlich. Glaubt nicht, je mehr Monitore, desto besser. Das ist eigentlich für mich nicht so wirklich zielführend, zumal ich dann auch immer eher so verwirrt bin, wenn ich dann so den einen habe und den anderen, und dann klingt, wenn ich einen habe, wo ich genau weiß, wenn das da so und so drauf klingt, dann funktioniert es überall, ist das für mich wunderbar. Ja, und zu guter Letzt in diesem Video kommt natürlich auch die spannende Frage, was denn jetzt für mich der Unterschied war zwischen Nahfeldlautsprechern, die ich ja auch mal hier hatte in Form von diesen PMCs, und Midfield-Speakers wie die SEM4, die ja standardmäßig hier gestanden war, mit einem Hörabstand von ungefähr 1,60 Meter. Und jetzt den großen Strauß, wo wir 2,20 Meter Hörabstand und auch 2,20 Meter Basisbreite haben. Da ist für mich einfach der Sweet Spot noch mal ein bisschen größer geworden. Der Lautsprecher M4 war schon super, die legt wirklich noch mal eine ganze Schippe drauf, was die Auflösung angeht, vor allem im Bassbereich ist die Auflösung unglaublich, sie geht noch tiefer runter, sie löst noch mal besser auf und sie hat noch mehr Liveness, also noch mehr, ja, Selbstverständlichkeit im Klangbild. Also ich finde das einfach ein super Lautsprecher und bin auch sehr, sehr happy, dass es bei mir auch sehr gut funktioniert. Ich war mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob es funktionieren würde, tut's aber, Glück gehabt. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Einblick geben und ein wenig vielleicht auch Entscheidungshilfen, wie ihr euer Studio ausrichten solltet oder könnt. Wenn ihr die Räume habt und die auch so einrichten könnt und das Budget habt für größere Lautsprecher, spricht da überhaupt nichts dagegen. Wenn es etwas kleiner ist, Nearfield Lautsprecher, super Geschichte für jeden, der normale Musikproduktion macht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss. Soundfile.